Herzlich willkommen beim Motorradmagazin zum Test der neuen Suzuki G6S 950. 95 PS aus einem Liter Hubraum in einem sportlichen Reihenvierzylinder. Wann gab es sowas zuletzt? Sicher vor meiner Zeit. Warum gibt es also die G6S 950? Diese und weitere Fragen beantworte ich nach dem Intro. Willkommen zurück. Die G6S 1000 bekommt also noch eine kleine Schwester, die 950er, die gar nicht so klein klingt. Man könnte eine Hubraumverkleinerung vermuten, das ist aber nicht der Fall. Auch sie hat einen 999 Kubik großen Reihenvierzylinder, allerdings deutlich weniger Leistung. Als A2-Basis darf sie nur 95 PS haben und auch beim Drehmoment müssen wir auf einige Newtonmeter verzichten. Statt 106 Newtonmeter hat sie nur 92 Newtonmeter zur Verfügung. Die 48 PS Version dann nur 76. Aber um das ein bisschen in Relation zu setzen, eine Yamaha MT-09 hat 93 Newtonmeter und eine Ducati Monster auch 93 Newtonmeter. Und dann gibt es ja von Kawasaki die Z900 ebenfalls als 70 kW Version und die hat 91,2 Newtonmeter. Also da sind wir ganz, ganz gut dabei, aber trotzdem denkt man natürlich, was soll das Ganze? Ja, weil so ein großes Motorrad, ein Liter Motor, das muss heutzutage einfach, ich sage mal 120, 130 bis 170 PS haben und das hat halt unter 100. Jetzt kann man mal vermuten, das ist nicht sehr spaßig, das drückt nicht gut an, aber ich werde euch dann nachher zeigen, dass es das tut. Aber jetzt schauen wir uns noch ein bisschen an, was das Motorrad für eine Geometrie hat, was für eine Ergonomie und welche Elektronik hier verbaut ist. Fangen wir gleich einmal im Cockpit an. Ein klassisches LCD-Display, vielleicht ein bisschen verspielt, die Drehzahlanzeige so wieder mal im Halbkreis ist vielleicht nicht optimal ablesbar und insgesamt der Kontrast könnte besser sein, aber es gibt nicht allzu viel, was ich hier ablesen muss. Wir sehen relativ zentral die Ganganzeige und darunter sehr klein TC, also die Traktionskontrolle, die dreistufig ist und die ich abstellen kann. Und wie man vielleicht sieht, sie ist gerade abgestellt. Wenn ich das Motorrad nämlich abdrehe und dann wieder starte, dann ist der jeweilige TC-Modus, in dem Fall eben off, noch aktiv. Und dann kann ich weiter einige Daten anzeigen, Trip A, Trip B, Durchschnittsverbrauch, ich meine, da steht jetzt 30 Liter, das waren die letzten 5 Sekunden vielleicht. Ich liege aber, das kann ich jetzt schon sagen, circa bei 7 Litern, also sie ist schon recht durstig. Tankanzeige noch 19 Liter Tank, Uhrzeit habe ich ganz unten auch noch dabei und auch da eine Momentananzeige, wie viel Liter ich gerade brauche. Gehen wir gleich hier nach vorne, neben die 43 mm Upside-Down-Gabel, die nicht verstellbar ist. Auch hier haben wir natürlich die Maske der G6S 1000, die mir sehr gut gefällt. Ich finde, es gibt zu wenig Masken, wo die Leuchtelemente vertikal angeordnet sind. Da sieht man dann das Fernlicht unten. Leider wurde das nicht für die GT übernommen, die unlängst präsentiert wurde und über die es auch ein Testvideo gibt auf unserem Kanal. Da hat man dann einen asymmetrischen Blick bzw. einen einäugigen, solange man nicht das Fernlicht aktiviert hat, brennt nur der linke Scheinwerfer. Das schaut dann ein bisschen seltsam aus. Hier schaut es besser aus. Was aber hier seltsam ausschaut, das finde ich schade, sind die Blinker. Die passen überhaupt nicht dazu. Ich weiß nicht, woher die stammen. Die lagen anscheinend noch im Regal und kommen einfach nicht zurecht mit diesem neuen, eckigen, modernen, leicht futuristischen, vielleicht auch retrofuturistischen Stil. Also gefallen mir leider nicht. Wenigstens haben sie ein weißes Glas und fallen damit nicht ganz so stark auf. Unten haben wir zwei 310er Scheiben. Spitzenbremsanlage, muss ich sagen, relativ scharf abgestimmt. Und die Bereifung, die stammt vom Dunlop Sportmax
Road Sport 2 hinten im Format 190. Also da kann man richtig stolz sein, dass man eine fette Walze im Heck hat. So, dann schwinge ich mich mal in den 810 mm hohen Sattel. Das ist dieselbe Sitzhöhe wie bei der GT, für einen Sporttourer vielleicht etwas niedrig. Für so ein Naked Bike, das natürlich auch Einsteiger fahren werden, aber genau richtig. Genauso wie der Lenker, hat eine schöne Breite, ist leicht gekröpft nach oben und mit 1,80 sitze ich hier ideal oben. Und was ich auch faszinierend finde, wie man diesen doch mächtigen 19 Liter Tank hier doch recht schmal geformt hat. Also ich finde, dass ich meine Oberschenkel jetzt nicht ganz so weit aufspreizen muss. Fußrasten schön griffig, kein Schaltautomat auf der linken Seite, das werde ich dann beim Fahren noch kommentieren. Bremshebel fünffach verstellbar, Kupplungshebel nicht, Seilzugkupplung, die könnte vielleicht ein bisschen leichter gehen noch. Suzuki verspricht ja da eine sehr leichtgängige Kupplung, könnte fast noch ein bisschen einfacher gehen mit zwei Fingern. Aber sie springt wirklich am ersten Drücker an, auch beim Kaltstart. Das heißt bei Suzuki Easy Start System und das funktioniert wirklich gut, weil das habe ich bei weitem nicht bei allen Motorrädern so erlebt. Unlängst hatte ich erst eins, das hat dann immer fünfmal gewiehert, bis es angesprungen ist. Aber die ist echt sofort da in der Früh auf dem ersten Push und das werde ich jetzt auch gleich tun. Und ich hoffe, ihr begleitet mich bei der Probefahrt mit der G6S 59. Dann gehen wir es wieder an, auf der Teststrecke, wieder am ersten Drücker angesprungen. Ja, und jetzt kommt mir das natürlich vor wie ein Supermoto-Moped, weil das letzte Motorrad, mit dem ich hier war, war die Transcontinental von BMW. Aber auch im Vergleich mit so manch anderem Naked Bike ist die G6S handlich, fühlt sich leicht an, ist jetzt nicht ganz so aggressiv wie eine MT-09 Yamaha. Also das ist etwas ernsthafter, aber ich mag dieses Ausgewogene auch. Puh, im Herbst ist der Grip dann teilweise doch nicht mehr so. Ja, und im Fahren ist das Motorrad dann nicht mehr so laut wie im Stand. Schön neutral. Und hängt wirklich sehr gut am Gas. Also ich bin da jetzt eigentlich schon wieder, ohne mich anzustrengen, so ein bisschen zu schnell. Es kippt nicht ein, hat kein Einnicken, wie man das auch in der Vergangenheit von einigen Naked Bikes kannte. Das ist überhaupt nicht der Fall. Tut genau das, was ich will. Und wie ich schon gesagt habe, die Bremsen sind hier auch richtig gut, wenn ich ein bisschen länger warte. So. Also da stehe ich schon vor der Kurve. Leider hat die GT, um wieder einen Vergleich heranzuziehen, nicht diese Bissigkeit bei der Bremse. Ich weiß nicht, was man da gemacht hat. Andere Bremsbeläge. Also da braucht man viel Handkraft und trotzdem, auch in letzter Konsequenz, wenn man stark zieht, bringt die nicht diesen Bremsdruck auf. Wie hier. Da schaltet sich dann natürlich auch das ABS ein. Jetzt ist es halt wirklich schon ein bisschen kühl. Haben wir konventionelles ABS, konventionelle Traktionskontrolle. Und
so bei, ich sag mal, mittlerem Tempo, bei Alltagstempo, merkt man nicht im geringsten, dass das ein, unter Anführungszeichen, schwächeres Motorrad ist. Schwach ist es ja nicht. Schwach ist sie ja nur, wenn man es jetzt direkt mit der G6S1000 vergleicht. Keine Frage. 57 PS weniger. Natürlich spürt man das dann in der oberen Drehzahlhälfte vor allem. Bei höheren Geschwindigkeiten, das fühlt sich dann teilweise so etwas zäh an, ähnlich wie in einem Rain-Modus, wer das kennt. Also man hat so leicht das Gefühl, ah, da fehlt was, irgendwas müsste hier noch kommen, und es kommt natürlich nicht. Aber wie gesagt, das ist so wie auf der Rennstrecke, wo man viermal Vollgas gibt in Wirklichkeit. Und sich dann aber noch mehr Leistung wünscht, weil dann wäre man ja noch schneller, aber das stimmt dann leider nicht. Und ich habe schon einige Male erzählt, ich habe mal so einen Prüfstandslauf bei Ducati beobachtet. Nachdem ein Motorrad fertig zusammengebaut wurde, wird das ganz kurz so auf den Prüfstand gestellt und die Gänge rauf runter geschaltet, aber eben nicht ausgedreht. Da waren teilweise 20, 30 PS wurden da ausgespielt von einem, keine Ahnung, 100 PS Monstermotor, also unfassbar. Das ist ungefähr das, was ich jetzt wahrscheinlich da rauslasse, wenn ich so ganz leicht beschleunige. Also vielleicht jetzt nicht bei diesen Geschwindigkeiten, ein bisschen weniger, aber ja. 95 PS sind ordentlich. Und ich habe eingangs die Frage gestellt, warum gibt es dieses Motorrad überhaupt? Warum gibt es auch eine 70 kW Z900? Also für Österreich sind diese Modelle nicht gebaut, sondern eher für Märkte wie Frankreich und Spanien, glaube ich, die ja sehr groß sind. Die haben nämlich eine andere Gesetzgebung beim Führerschein. Da müssen Anfänger, glaube ich, 2 Jahre lang verpflichtend ein A2-Bike fahren. Und dafür hat sich dann Japan entschieden, eben auch diese Varianten anzubieten. Aber eben nicht jetzt für Österreich oder Deutschland. Da merkt man eins, jetzt muss ich da schon, da laufe ich immer auf Autos auf. So leicht bei den Wechselkurven. So einen leichten Zug brauche ich schon, und da muss ich mich schon so ein bisschen reinlegen. Jetzt muss ich da wieder warten. Also etwas mehr Einsatz braucht man als ja bei einer doch deutlich leichteren MT09 zum Beispiel. Oder bei einer Duke 890 vielleicht auch. Obwohl man natürlich einiges an mehr Leistung haben, aber jetzt einfach nur so ein bisschen vom Handling. Aber trotzdem für mich noch überhaupt kein Grund, mich hier zu beschweren. Sitzposition habe ich schon erwähnt, ich fühle mich richtig, richtig wohl. Kniewinkel ist relativ sportlich, die Schräglagenfreiheit kann ich jetzt leider nicht mehr testen, das traue ich mir eigentlich nicht. Bei ja, diesen Grip, den wir jetzt noch haben. Aber hier aus dem vierten auch. Na, also, es geht wirklich richtig gut. Also, blind verkostet wird es mir schwerfallen. Hier wirklich definitiv zu sagen, ob das jetzt da 95 oder 152 PS sind. Natürlich, wenn man jetzt direkt umsteigen würde, wäre es nicht so schwer zu erraten. Aber wenn man jetzt mir die einfach nur hingestellt hätte mit der G6S1000 Verkleidung, dann hätte ich es nicht sofort vermutet. Vielleicht eben erst dann in ja, höheren Geschwindigkeitsbereichen. TC habe ich gesagt, habe ich ausgeschaltet. Ich könnte es jetzt während der Fahrt so ansteuern, jetzt kann ich 1, 2, 3, W,
wählen, aber irgendwie bei den 95 PS, ja, denke ich gar nicht daran, dass ich die jetzt bräuchte. Ich meine, früher sind wir gefahren 170 PS ohne Traktionskontrolle und ohne ABS. Das ist noch nicht so lange her. Aber trotzdem fühlt man sich dann mit 95 PS vielleicht ein bisschen sicherer, auch ohne Traktionskontrolle. Ansonsten eben nicht viel Elektronik, Schaltautomat, leider keiner dabei. Könnte man durchaus gut gebrauchen. Aber das Getriebe funktioniert sehr schön exakt, sehr schnell. Auf der Geraden sind die Autos dann wieder schnell. Ja, und da jetzt im dritten Weg. Also, super. Da sind wir dann eh schon wieder in, ja, Führerschein kurz weg Bereich. Also mir wird nichts abgehen. Ich sag's ganz ehrlich, keine Frage, diese Faszination Tausender, die kann die 950er nicht ganz bieten. Also es könnte natürlich jetzt auch eine 750er sein, aber die ist sozusagen Geschichte. Die 3/4 Liter Motoren bei Suzuki, sehr schade. Hier braucht man eben 1000 Kubik für dieses Erlebnis, aber auch egal. Dafür kann man damit ins Motorradleben einsteigen, aufsteigen und sehr lange glücklich sein damit. Was man damit auch gut üben kann, und ich habe es so versucht auch zu üben, das ist das Wheelen. Bin ich leider stark aus der Übung und normalerweise versuche ich es dann gerne mit Ein- und Zweizylindern natürlich, also V2 oder eben Einzylinder Supermotors und sowas. Aber damit funktioniert es auch ganz gut, weil das nicht überfordert, da gibt es keine Leistungsexplosion. Im Gegenteil, man muss sogar richtig aufdrehen und die Kupplung schnell lösen, damit sich das überhaupt hebt. Ich werde es jetzt dann nochmal probieren. Ja, also keine Angst vor 95 PS, das ist jetzt umgedreht gemeint, also dass das jetzt zu wenig Druck hätte, ist wirklich nicht der Fall oder zu wenig Spaß machen würde. Zum Preis in Österreich 12,94 im Vergleich zur 1000er, die kostet 4,99. Der Preis in Deutschland beträgt 10.400 und das Vergleichsprodukt in Österreich, die Kawa Z900, die ich angesprochen habe, kostet 10.599. Also für mich ein echt starkes Paket, ja, um nochmal anzuspielen auf die 95 PS. Es gibt dann in Österreich noch das Scheinpaket, das besteht aus Sozius-Abdeckung, Instrumentenabdeckung und hier diesem Tankbett für 199 Euro. Das ist also auch ein Spitzenangebot und ich finde, das ist ein echtes Kraftpaket. Da muss man sich nicht genieren. Optisch ein Kracher und fahrdynamisch hat es mich echt ganz stark überrascht. Also ich habe gewusst, wir unterschätzen heutzutage alle 100 PS, keine Frage. Also das Wettrüsten hier hat uns ein bisschen das Gefühl genommen, was das eigentlich schon für eine Power ist. Aber dass es so anschiebt und dass ich so einen Spaß damit habe, das habe ich echt nicht erwartet. Und wenn es euch auch so gefallen hat wie mir, dann schenkt mir vielleicht einen Daumen hoch, abonniert unseren YouTube-Kanal und abonniert auch unser Heft, in dem nicht nur dieser Testbericht erscheint, sondern vor allem die Berichte der Neuheiten 2022 von der EICMA erscheint dann Anfang Dezember. Bis dorthin könnt ihr euch alte Hefte nachbestellen und das Heft müsst ihr auch nicht bestellen in Printform, sondern ihr könnt es auch online lesen. Jetzt kommt endlich die Sonne wieder raus. Ich hau mich jetzt noch einmal auf die G6S 950 und führe sie zurück zu Suzuki
Bogoli und dann gehen wir schon langsam in die Winterpause hier in Österreich. Aber zum Glück werden wir viel testen in Spanien, Italien und anderen wärmeren Ländern. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.